herzlich willkommen bei Freakish TV. Ja, wir haben euch schon ganz viele verschiedene Einweihungspartys gezeigt. Nur die heute ist ein bisschen speziell vielleicht. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich da zwei Brokkolis in der Hand habe. Wie ihr seht, kein Brokkoli, kein Eintritt, no Broccoli, no Entry. Also damit es auch wirklich alle verstehen, der Hamza, der will Brokkoli bei sich. Und vielleicht ist auch das folgende Video, das wir jetzt euch zeigen, auch noch einigermaßen spannend. Und wir schauen am besten gerade mal, was da innen schon abläuft. Die Homeparty Volume 4, präsentiert von Freakish und der Immobilienplattform homespeed.ch, ist ready. Die Getränke sind gekühlt, der Eintrittsbrokkoli dabei und das Haus voll. So, Ladies, warum sind ihr heute hier? Wegen Hamza, wegen Brokkoli. Was hat mehr Gewicht für dich, der Brokkoli oder der Hamza? Der Hamza natürlich. Habt ihr jetzt die Homeparty hier beim Hamza schon öfters veranstaltet oder ist das generell die erste? Mir ist jetzt die erste. Ja. Und es ist recht lässig. Ja. Was tust du bevorzugen? Eine Homeparty oder eher Party im Club? Eigentlich Party im Club, aber es ist mal abwechslung, etwas daheim chilliger, ja. Also, das ist eigentlich die zweite legendäre Homeparty vom Hamza. Ich habe die erste leider verpasst. Und sie haben noch ein ganzes Jahr nachher über die Party geredet. Deshalb bin ich jetzt an der zweiten Party anwesend. Und ja, das Motto ist Brokkoli! Was bewegt euch jetzt heute speziell hier? Erstens Brokkoli und zweitens ist eine gute Atmosphäre da. Ich war schon letztes Jahr da, es war geil, das Mal ist es besser geworden. Wieso immer in den Ausgang, wenn man da gratis reinkommen kann und auch Spass haben kann? Also ich habe das Gefühl, jetzt sind die auch sonst sehr gut befreundet mit dem Hamza. Ja, vollkommen. Wir kennen ihn seit Jahren und er ist eigentlich in dem Sinne der neue Comedian von der Schweiz, von Zürich. Und er repräsentiert eben das multikulturelle Ding, was wir vollkommen dahinter stehen. Und Leute sind cool drauf. Hamza selber, er kann 9 Sprachen, also von dem her, er repräsentiert uns alle ein bisschen. Von dem her denke ich, schau, wir sind da und wir machen das Zeugs, oder? Und wie ist das also? Würdest du jetzt persönlich einen Club bevorzugen oder so eine Homeparty? Nein, ehrlich gesagt, einen Club kannst du immer gehen. Aber eine Homeparty, eine gute Homeparty, ist vielleicht eines in einem Jahr. Und das ist genau die Brokkoli. Also wir kennen ja so ein bisschen die DJ-Pult von dem Club, die ja meistens sehr Hightech ausgestattet sind. Ja, an einer Homeparty ist das halt ein bisschen die Schwierigkeit. Aber DJ-Desk hin oder her, die Leute gehen genau so ab, wie wenn sie in einem Club feiern. Und da kommt auch für euch der Soundcheck, presented by Sennheiser. Mit 4-5 Seconds hat Rihanna wieder einmal unsere Charts erobert. Jetzt bringt sie die zweite offizielle Single American Oxygen ab ihrem kommenden 8. Album. Hinter dieser Brokkoli-Geschichte. Warum haben wir hier zwei Brokkoli mitbringen? Für dich ist eine Gemüse. Für dich ist eine Gemüse. Aber wenn du nimmst diese Brokkoli, du nimmst in deine Herzeli, dann wird du, deine Schnufe ist Brokkoli, deine Denke ist Brokkoli, deine Tanze ist Brokkoli, alles ist Brokkoli. Gucke diese Menschen, der Brokkoli. Also ich muss
sagen, die Homeparty heute ist definitiv gelungen, aber auch sehr chaotisch. Und darum brauche ich jetzt hier so meinen Auffrischungs- und Erholungsmoment. Und an dieser Stelle gehen wir am besten einfach einmal zu unserer Beauty-Rubrik bei der Body Shop. Treat Mom like a Queen. Ja, bald ist wieder Muttertag und zu diesem Anlass hat sich der Body Shop etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Und mehr dazu erfahrt ihr jetzt. Treat Mom like a Queen heisst ja, man soll seine Mami königlich behandeln. Und da geht es auch darum, dass man nicht möglichst teure Geschenke kauft, sondern wirklich etwas, das von Herzen kommt. Und da beim The Body Shop gibt es natürlich die ganz kleinen Geschenke. Man kann da aus diversen verschiedenen Produkten zusammenstellen natürlich, wie auch ein bisschen die grösseren Varianten. Und auch da hat man wirklich diverse Möglichkeiten. Und so macht es einem wirklich leicht, für jedes Mami das passende Geschenk zu finden. Geschenke, die von Herzen kommen, haben die Mamis doch am liebsten. Ob Handcreme, Körperlotionen oder andere Naturprodukte. Man kann sich ein fertiges Geschenkset kaufen oder eins mit verschiedensten Produkten zusammenstellen lassen. Der Body Shop bietet dieses Jahr viele liebevolle Produkte für jedes Portemonnaie an. Produkt ist der Ice Cube für müde Augen. Ist also wirklich super brauchbar für lange Nächte, für Mamis wie auch Töchter. Wir wünschen allen Müttern auf dieser Welt einen wunderschönen Muttertag und verabschieden uns vom The Body Shop. Wie gefällt dir am Hamza seine Homeparty Strike 2? Sehr gut, sehr gut. Aber es ist mein erstes Mal. Ich hätte ja nicht umgekehrt. Nein, ich habe es verpasst. Also hätte ich auch Broccoli dieses Jahr bewegt? Auf jeden Fall. Hast aber ich habe die vergessen. Heidi. Aber ich habe sowieso 20 Kilo das. Ja, aber dass er dich trotzdem reingelassen hat. Ja. Dann viel Spass noch. Merci, oh ja. Broccoli, no party. No Broccoli, no party. Sicher nicht, Alter. Ey, was ist das? Broccoli Party, man. I'm in love with the Broccoli. I'm in love with the Broccoli. Ha, Hättet ihr gedacht, dass ein Brokkoli so eine riesige Party auslösen kann? Wahrscheinlich nicht. Wo wir auch gute Partys haben, sind in unseren Party-Tipps. Vielleicht das mal halt einfach ohne Brokkoli. Das Duo Between Us organisiert mit viel Herzblut einzigartige Events. Am Samstag, 2. Mai, laden sie in Cargo Club Biel ein und präsentieren uns die Party Format B. Freuen dürft ihr euch auf die Acts Antic, UT, Nukem, Mediati und Supermafia VJs. Am Freitag, 8. Mai, erwartet euch im Alice Jude Party Black Mozart. Der Live-Saxophonist Freddy Sachs und namhafte Acts wie der DJ Creep und Trouble Age performen auf dem Main Floor. Im Rabbit Hole bringen der Mike Scoop und Bango Kid die Welt zum Beben. Am Samstag, 9. Mai, kehrt ein Mentor von der Techno-Szene zurück in einen der grössten Schweizer Clubs. Der Vanilla Club in Riazino präsentiert Marco Carola. Er ist Komponist, DJ und Gründer von mehreren Techno- und Tech-House-Plattenlabels. Weitere Infos gibt es unter vanillaclub.com. Für den Start in den Sommer hat sich Marco Diener etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Wer will schon nicht hoch über Zürich bei strahlendem Wetter und mit Blick in die Ferne abtanzen? La Terrazza feiert das 3-jährige Jubiläum am 23. Mai 2015. Und für das hat man sich das einzigartige Hotel Utoculum ausgesucht. Der DJ Solomon, das Duo Adriatic und noch viele weitere Acts sorgen für die richtigen Beats. Was fragst du einen Mann, der ein Schaf geklaut hat? Wie bin ich auf die Idee gekommen? Mein Hirn macht damit Sachen, die... Keine Ahnung, es arbeitet selbstständig. Es ist losgekoppelt vom Rest von meinem Körper. Und sagt, geh weg. Und sagt, heute mache ich mal das. Und Brokkoli ist entstanden. Brokkoli vereint Leute. Weißt du, was ich meine? Brokkoli. Es hilft geh weg, Mann. Weg, Mann. Weg, Mann.
Sag mal. Erzähl uns doch noch etwas von dieser Spendenaktion, die du mit diesem Brokkoli gestartet hast. Ja, der Eintritt ist ein Brokkoli. Und dann habe ich gedacht, es wäre schade, die ganzen Brokkoli wegzurühren. Da stehen etwa 300 scheiß Brokkolis da draußen. Da habe ich gedacht, okay, machen wir etwas Sinnvolles und so. Und am Montag fahre ich die zu der, ich glaube, die heisst Spendentafel. Spendentafel Dietikon. Wim, wim, ich habe Cabriolet. Ich fahre diese und dann bringe ich Cabriolet. Für die bedürftigen Menschen. Ich meine, irgendeinen Sinn muss die Aktion ja machen. Me and broke niggas will get along. I paid $1,000 for my sneakers. They tell you $100K for a feature. Sound in the bed. Beat it up, then I get some head. Well, I might get some. Bewirb dich jetzt unter homespeed@freakish.tv und wir ermöglichen auch dir eine bombastische Homeparty mit offerierten Getränken und DJ. Bist du aber noch auf der Suche nach deiner Traumwohnung, dann kann dir homespeed.ch weiterhelfen. Es erfunden! Es geht los, wir fahren jetzt weg im Cinquecento X. Da nachher ziemlich chaotisch, aber doch eine mega hammergeile Homeparty. Da sieht man mal, was sich mit einer einfachen Idee wie einer Brokkoli alles umsetzen lässt. Eine Spendenaktion und eine wirklich pumpevolle Homeparty. Wir haben es mega gefunden und sind langsam auch schon ein bisschen müde geworden. Ich verabschiede mich mit diesen Worten und bis zum nächsten Mal.